Irgendwie ein Bug-Report ist, dass man da mal diesen ganzen Rechtschreibfehler einsenden kann. Ich denke, das wird denen helfen. Terrorisierte Siedlungen verlieren ihre Lehenspflicht, genau, also den Besitztum von den Helden, gegenüber jeglichem Helden oder Clan und generieren kein Einkommen mehr. Außerdem schreien die Dorfbewohner doof herum und sind unglaublich nervig. Die Rettung einer terrorisierten Siedlung stellt wieder Frieden und Ordnung her und verleiht dem Helden ein Ansehen. Oh nein, nicht noch mehr Geschreie, muss das denn sein? Zane, yes, yes. Zane, yay. Er hat sich getötet, yay. Ich hab so Spaß. Ja, wir nehmen aber nochmal eine Zauberkarte, was soll's. Ich habe einen Aktionspunkt für die nächsten Züge Ziels. Achso, ja, okay. Was sind das eigentlich für andere Karten? Im Kampf minus ein Würfel und zwei Schilde. Und was ist das hier? Im Kampf ein Schwert. Wie viel Gold habe ich? Oh, ich habe mehr als genug. Warum rüste ich denn das nicht aus? Was bist du? Erobert die ausgewählte Siedlung. Mal gucken, ob das funktioniert. Nee, funktioniert nicht. Aber ich kann das hier spielen, oder? Aha. Ja, ich müsste jetzt eigentlich nach da oben. Die königliche Wache. Nee, die hat mir zu viel Leben. Die hat mir einfach zu viel Leben. Das lassen wir mal schön bleiben. Stehe zwei Karten vom Stapel des Ziels. Okay. Kann ich mir leben. Gucken wir mal, ob wir es schaffen. Wir brauchen ein Schwert, ein Schild und eine Sonne. Schild sehe ich. Aber uns fehlt ja das Schwert. Schade. Der Kampfkreis ist gezogen. Die beiden Champions stehen bereit anzugreifen. Ihr drängt euch durch die Menge um sie herum. Gewinnt für den Hasenclan oder setzt dieser Gewalt ein Ende? Königlicher Schild. Oder das hier. Na ja, komm. Meine Güte, ich habe im Moment noch ein bisschen Leben da übrig und das passt schon. Ihr springt in den Ring, um die Klinge blitzt aus der versteckten Scheide in eurem Sonnenschirm. Die Duellisten sind leichte Gegner. Ihr gewinnt. Überzeugend. Das erinnert mich jetzt irgendwie so ein bisschen an Brook, der sein Schwert in dem Gehstock drin hatte. Das ist ganz schön raffiniert, worin man überhaupt überall ein Schwert verstecken kann, wenn man so mal drüber nachdenkt. Ne? Ja, wir kriegen die coole Karte Sonnen und Monde, die im Kampf nicht treffen werden zum Schild. Damit hat Ember jetzt eine ziemlich große Verteidigung. Werdet Ansehensführer und ihr werdet gerufen. Okay. Achso, das war schon. Okay. Ich glaube, das wird ein bisschen länger dauern jetzt. Als die ersten beiden Prolog-Runden. Weil ich jetzt Ansehensführer werde. Muss. Ich denke aber, ich werde, wenn ich es schaffe, noch zu dem. Okay, ich dachte, er greift mich vielleicht an. Wenn ihr euch wieder Gehör beim König verschaffen wollt, müsst ihr Ansehen erlangen. Ich kenne einige Wege wie euren. Ja, okay, das wissen wir schon. Wunder in der Dunkelheit. Das Gerücht über eine gefährliche über ein gefährliches Fäule-Relikt verbreitet sich über das ganze Land. Es scheint, der mächtige Schatz befindet sich in einem nahegelegenen Verlies. Heldenhelm. Ein Verstand wie
eine Ausrüstung und Kampf plus 1. Was? Ach so, wenn ausgerüstet, Entschuldigung. Ja, weil es jetzt groß war. Ah, Mann, da sind so viele Rechtschreibfehler drin. Dass mich das verwirrt beim Vorlesen. Ah. Ich dachte echt, da steht Ausrüstung jetzt. So, wie viele Karten kann ich ziehen? 5. 1. 2. 3. 4. Und, ich nehme noch eine Schwindelei, was soll's. Okay. Kann nicht schlecht sein. So, was haben wir denn? Wir wollten jetzt erstmal runter. Wieder zu der Siedlung. Und die Wache vielleicht vertreiben, weil ich habe ja jetzt relativ genug, obwohl, ich habe auch das hier. Das hat geklappt. Jetzt habe ich halt nur noch die Strafe, die ich ziehe, wird auf den nächstgelegenen freien Berg ins Exil geschickt. Oh, das ist aber böse. Das ist ein bisschen geknebelt, das ist ja voll böse. Amber, du schaffst das, du musst ihn befreien. Bitte. Ach, Manu. Ich komme ins Exil, direkt hier neben dran. Okay, passt schon. So, was ist das hier? Minus 3 Gesundheit bei einer Kachel, Entfernung. Minus 3 Gesundheit bei 2 Kacheln. Über hinaus. Okay. Und das hier, was so cool ausschaut? Nach Kämpfen 1 Gesundheit pro zugefügter Wunde bis zum Ende des nächsten Zuges des Ziels. Oh, das klingt cool. Ah, Mann, ich brauche ein Prestige. Ich bräuchte eigentlich sogar 2, um wirklich Prestige-Anführer zu werden. Der König entzieht einen Händen 2 Magie. Wenn ich zahlen kann, verliert ein Leben. Okay. Diese düsselige Wache ist wieder auf das Dorf draufgelaufen. Zane hat nur noch einen Punkt. Zane kommt in meine Richtung. Ich glaube, ich werde jetzt gegen Zane kämpfen. Dadurch kriege ich ja auch ein Prestige. Und dann mal schauen, was man machen kann. Ich nehme mal noch einen Zauber. Bis zum nächsten Zug ist... ja, okay. Lasst euch noch ein paar mehr Gold geben, damit ihr Dorn ein Spiel spielen könnt. Steht ein Helden, ein Ansehen. Ah, ja toll. Falls ich es nicht alleine schaffe, kriege ich die Karte und kann es automatisch alles kriegen. Wie nett von euch. Aber ich muss es sogar spielen. Ah, coole Animation. In Ordnung, Amber. Jetzt, da ihr die Ansehensführerin seid, müsst ihr es nur noch bis zur nächsten Morgen der Dämmerung bleiben. Ja, das sollte kein Problem sein. Das sollte wirklich kein Problem sein. Und wir gehen auf ihn. Wir müssen ihm nur einen Schaden zufügen und wir haben gewonnen. Weil zumindest gegen Fame, meine ich. Und ich kriege ja ordentlich hier. Ach Mann! Ich will doch nur Ansehen haben und er hatte nur noch ein Leben! Ah, verdammt! Komm, Stane, kämpf gegen mich! Kämpf gegen mich! Ich warte auf dich! Kämpfe! Du feiger Wolf! Du feiger und dummer Wolf! Na gut, ja. So konnte er wenigstens das Sumpfland betreten. Ich finde es trotzdem ein bisschen fragwürdig, das gemacht zu haben. Aber gut. Wir haben 3 Bewegungspunkte. Was machen wir denn damit?
Ich könnte Thane hinterherlaufen, dann müsste ich aber auf den Sumpf drauf. Ich könnte gegen die Wache kämpfen, dann hätte ich wenigstens ein bisschen Fun. Allerdings will ich kein Kopfgate auf mich ausgesetzt haben, was doof wäre. Ich würde sagen, ich verstecke mich einfach bis zum nächsten Tag in den Wäldern. So, das sind zwei Gesetze, die der König dem Ansehensführer zur Auswahl vorgelegt hat. Die Deklaration des Königs zu kontrollieren ist eine machtvolle Position. Dann haben wir hier einmal den Fäule-Echo. Nee, Fäule-Chor. Der Fäule-Chor des Königs singt. Permanent ein Körper weniger für alle Helden, Flüche und Königswachen im ganzen Königreich. Ah, Banes, diese riesigen Vögel heißen hier Flüche, okay. Der König und der Ansehensführer erhalten durch einen Blutpakt eine Gesundheit. Ich gehe mit dem König einen Blutpakt ein. Moment, kriege ich da nicht durch auch Verrottung? Also die Fäulnis? Egal. Das kann nicht derselbe weise König sein, der die Clane vereint und seine Generation lang friedlich regiert hat. Ich hätte nie gedacht, ich würde diesen Tag erleben. Es gibt nichts Schlimmeres als den Wahnsinn. Whiteness, rette uns vor dem König! Der König weicht vom reinen Weg. Die Macht der Fäule steigt ihm entwegt. Weiße Hasen für unsere Freiheit sterben, konspirieren, während Bären unter dem Whiteness-Baum über den Freuden sinnieren. Oder irgendwie sowas stand da. Keine Ahnung, ist mal viel zu schnell weg. Und jetzt kommt Senna! Ach Gott, das war jetzt ein Akt. Senna, die Bären, die Pilgerin, die Pilgerreise, Sennas Geschichte lernt ihr euch gegen die Fäule zu verteidigen. Und ihr entdeckt die verschiedenen Wege, die zum Sieg führen. Okay, finde ich gut. Damit wäre dann auch fast der Prolog zu Ende. Also ich denke mal, wenn wir Senna durch haben, ist es vorbei. Ja, und dann hätten wir den Prolog geschafft. Ihr wisst, wie das Spiel funktioniert. Und man wird natürlich auch freuen, wenn ihr das Spiel auch selber kommen würdet und das Spiel findet, weil es aber toll ist. Es ist ja noch nicht das Ende. Das sage ich jetzt einfach mal noch nicht zu. Ich bedanke mich wieder. Mann, richtig. Bye, bye. Morgens halb 10. So mit Magie und so.